Können Sie sich denn auch rein verkrümeln? Ich habe gerade ein echtes Problem, jetzt ohne Witz. Ich kann nicht mehr geradeaus fahren. Nee, ich kann den Wagen nicht mehr wegbewegen. Also ich bin draußen auf dem Weg Wir haben eine Map, aus wo wir der. gucken können. Ja. Aber ich Komm mal will nicht. bitte. Ich weiß nicht, was. Also, guck mal. Warte. Ich komme zu dir. Warte. Da habe ich Ja, immer ganz schön weiten Weg. ich kann Wollen wir nicht. mal wieder? Nee. Müssen wir die Frau schon wieder retten? Ich kann nicht fahren. Ich sehe Also, dass das darauf hinauslaufen wird, das ja. Radio funktioniert immer. Das ist wichtig, dass das Radio funktioniert. Warte mal, ich stelle mich mal Das zu. liegt bestimmt am Lenkgetriebe. Hallo, Hilfe! Sind Sie vom ADAC? Danke. Di, 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 di. Ja, Problem gelöst. Du Warte, stehst im Baum drinne. ja. Ach, deswegen. Ach, diese Frau. Echt, deswegen geht das nicht? Du bist in den Baum reingefahren. Nein, 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 das kann gar nicht sein. Aber es fährt immer noch nicht, Ehemann. Echt, deswegen? Was ist denn das? Handbremse. Aua! Guck mal, ich fahre jetzt vorwärts. Ich drücke auf W wie vorwärts. Hallo, ich stehe im Auto. Jetzt drücke ich auf S. Ich drücke wirklich W und fahre rückwärts, Ja, Ehemann. sag ich doch. Das Auto ist verwirrt. Dein Sprit ist alle. Deswegen kannst du nicht fahren. Und dann fährt es rückwärts? Weil das abschüssig ist. Achso. Ja, aber doch nicht nach hinten, doch nach hinten abschüssig. Dein Sprit ist alle, würde ich jetzt mal so sagen. Lass mich hier aussteigen. Das Gedudel kann sich ja keiner anhören. Ich hol mal das Ding, ne? Benzin leer, schreibt Heiko, und Hans schreibt, das Auto ist pink. Friedhelm Ja, sagt, was Tank auf nutzt uns Rot. das jetzt? Ich habe das gar nicht gesehen, dass das leer ist. Warum guckst du denn nicht auf die Tankanzeige? Ja. Fabian, nee, wer war das? Bei Roland sollst du auf die Alm kommen. Roland hatte dich auf die Alm einge. Wö? Wo? Der Benzinkanister. Ja. Ja, den habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Dein Ernst? Warte mal. Oder habe ich den da hinten irgendwo im Wald stehen lassen? Im Wald? Oh, das ist aber. Weißt du noch wo? Ah, die Kühe sind zu spät, die schlafen. Wer sein Auto liebt, der schiebt ja. Oh. Ich guck mal, aber ich glaube nicht. Dass Ich hier gehe irgendwo. wohl morgen mein Laden noch einkaufen, oder? Hast du das noch auf deinem Auto, Ehemann? Auf deinem Auto? Ich glaube, nein, ich hatte den glaube ich noch nicht, aber ich gehe mal gucken. Es war so dunkel ein bisschen, ne? Ach doch, hier steht er. Ich lauf schon. Wollen wir ihn erschießen? Gott, komm. Immer, was heißt Vielleicht hier erschießen? Der ist immerhin voll. nur einmal in den Fuß. Also. Das nützt nichts. Das Dafür, nützt nichts. was Kein heißt nützt hier? der leer. Dafür habe ich den schließlich vollgetankt. Und jetzt mache ich hier wieder ein Walking, weißt du? Geh deine Kühe melken, die brauchen Was Massage. Ah, nee, jetzt die schon zu spät. liegen schon. Ja, die brauchen Massage. Jetzt liegen die, mach mal her. Wach, sie wach. Nein. Morgen. So. Ehemann, bringst du unser geliebtes lila Vehikel nach Hause? Ja, und den Benzinkanister, ne? Ja, den hole ich, warte. Ach so, ja, okay, dann. Ich stell ihn hier mitten auf den Weg, dass du ihn nicht Ja. übersiehst. Ja, ich habe Brille auf, kein Problem. Ich gehe mal ins Bett. Tülü. Tipptopp schläft. Dein Ernst? Natürlich. Weißt du, wir ärgern uns hier. Plauze. Unfassbar, oder? Ich muss Ah, mich nee, vielleicht so. ausruhen. Das ist so unfassbar, ehrlich.
Dann macht sie keinen Unsinn, ja, das stimmt auch wieder. Aber sie ist doch nicht eins meiner Kinder, Mensch. Komm, Ehemann, wir schlafen draußen. Ja, ja. Ach, Arschlecken draußen. Komm, wir müssen reingehen. Wir haben das Haus für uns alleine. Los, schnell, Tür zu. Da. Raus mit der Eulen. Komm, jetzt können wir hier in den Betten tanzen. Du schläfst auf meiner Seite, Ehemann. Nein. Doch. Nee, stimmt. Du schläfst auf der richtigen. Guten Morgen, Kaffee gibt's für zeltende Leute nicht. So. So, Kühe. Jetzt Mutti, ich wollte jetzt noch mal ins Buch schauen. Ins Buch schauen. Warte mal, machen wir mal das Licht aus, Mädel. Tisch. Also beim nächsten Mal ziehe ich was anderes an. So. Oh Gott, Abul Rezaki, Rezaki, ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Hallo. Bei Andrina Kids. Hallo, Rocky Zucki. Na, sei nicht so unnett. Ich bin nicht unnett. So, Ehemann, guckst du mal. Wir können jetzt hier nämlich, ja, das war jetzt sehr klug. So, ja. Nochmal. Können wir da nämlich. Die Frage ist, wie viel Platz brauchst du? Zwei oder drei Tische? Weiß nicht. So, komm mal her, cool. Tüppelch. So. Wie bitte? Wie? Ach ja, das Ding hatte ja einen Namen, ne? Ja. So. Aber wird auch eingraviert, wenn wir die später schlachten. Vielleicht. Oh. So. So ein Branding reingemacht. Das ist dann hochwertig. Das ist so mit Fleisch mit dem Namen der Kuh da so eingebrandet. Das ist besonders edel. So, Ehemann, ich hole mal ein paar Bretter. Ja, wunderbar. So, welche fehlt? Gott sei Dank gibt es im Zelt kein Radio. Wem sagst du das? Das ist sehr schade. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Oder ich könnte dir ein Radio... Ja, genau, oder Fernseher, genau. Jetzt machen wir uns das ganz einfach. Ich renne ja jetzt hier nicht 1000 Mal, sondern ich kann ja genauso wie alle anderen auch mal ein bisschen Sprit verschwenden. Fährst du zum Baumarkt? Nimmst du mich mit? Nee, ich fahre nicht zum Baumarkt. Fährst du mal zum Baumarkt? Ja, das können wir dann auch noch machen. Irgendwann mal in diesem Leben können wir das auch machen. Irgendwann, ja. Später. Viel später. Ich frage mich, was Tipptopp die ganze Zeit bei den Kühen treibt. 4 Kühe gleich 40 Minuten zu mehr. Sag nix. Ach, du hast jetzt... Die rasen ja über die ganzen... Ehemann, du hättest noch mal hier den... Du hast den Kanister oben drauf gestellt, was jetzt nicht so klug war. Warum denn nicht? Die Säge ist leer. Okay. Ja, ein bisschen was ist da noch. So, ja, ich hab jetzt... a little bit. Ja, mach mal, Fabi, mach mal. So wie dir das passt, du musst dich ja nicht abmelden. Ich bin ja froh, wenn du da bist und wenn du mal reinschaust oder auch dem Stream nachschaust oder bei YouTube die Folgen schaust. Das ist alles okay. Ja, wo ist denn jetzt die Kuh mit dem? Also. So, jetzt ist der Tank wirklich leer. Der Kanister. Die Kuh ist so. Ja, dann nehme ich die gleich wieder mit. Dann können wir die gleich wieder vollkleckern. Ja. So, jetzt. Wo ist denn jetzt der Kanister? Hier, bei der Säge. So, ich ist so ein Drachenkühl. 9.40 Uhr, sogar nicht so schlecht. Mit Bürsten, Striegeln und... Bei der Dings, genau da. Das ist nett, dass du den Tank voll machen gehst. Bringst du auch gleich Fleisch weg, Ehemann? Natürlich. So. Selbstverständlich. Wir haben gar keine Eier. Wir haben ganzen Dings voller Eier. Ja, warte, dann komm, ich bin jetzt hoch. Der Eierkorb ist doch in der Küche. Echt? Warte.
Willst du mich jetzt verarschen? Ah. Ja, hier steht Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob dir das erlaubt ist, Fabian. Ich kann es dir nicht sagen. Warte mal. Ja, nimm, pack. Kannst du das aufnehmen und in den Stall schleppen, oder was? Was, in den Stall schleppen? Hä? Hier waren Küken auf der Ablage. Ja, siehst du, die waren noch nicht reif, hab ich doch gesagt. Weil du ja mehr drängelst wegen Eier. Trag das doch da rein. Ja, ich zu seiner Mama zurück. Bist du die Mama? Da, Baby. Guck. Ja, so. Versuch's mal. Ich kann es dir nicht sagen, ob es dir erlaubt ist. So. Ob da jetzt noch mehr Küken rauskommen, soll ich besser nicht nehmen? Lieber Hans, du weißt, fühl dich gedrückt, ne? So. Und dann haben wir einen schönen Abend. 3500 haben wir, 2900 kommen dazu. So, 6500 Tash. Ich weiß nicht, was die Frau schon wieder tut. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Sie hat offensichtlich Spaß. So, was müssen wir noch einkaufen? Ich meine, ich fahre jetzt tanken. Blaue Schimmelkäse. Nein. Nee, da haben wir rein. Das haben wir alles. Also ich brauche nichts, also außer was vom Baumarkt. Also momentan gerade nicht, vom Baumarkt wollen wir nachher noch was haben. Aber ja, da fahren wir, glaube ich, dann gemeinsam hin, oder? Ja. So, Ehemann. Du mein Ehemann. Was? Oh Mann. Wir flüchten jetzt von hier. Geh weg! Das ist unglaublich. Was hast du denn da eingepackt? Das sag ich dir nicht. Was war das? Das ist streng geheim. So, das da. Das ist schon. So. Was ist das hier für Kisten? Sehr merkwürdig. Da sind deine Kühe drin. Ach so, aber schon hier deine. Ja, selbstverständlich. Schlecht. Hier weg? Da sind die Kühe drin. Ja. In Form von Fleisch, oder? Ja. Habe ich hier wenigstens mehr Platz, wunderbar. Als Steak oder als Burger? Als Steak. Ah. So. Das da drauf. Rumpsteak oder T-Bone. T-Bone. Oder? Filet. Mhm. Brisket. Dingsbums. So. Siehste wohl. Jetzt kann ich ihr scheiß lila Auto wieder. Ey, ich will ein anderes Auto haben. Ich fahre hier mit so einem lila Teil hier durch die Gegend. Ich muss das auch noch ein bisschen pinker machen. Die Tankstelle abgebaut oder wieso finde ich die nicht? Die Tankstelle abgebaut. Du hast deinen Karton drauf. Ja, ich weiß. Ja, ich schaue später nach. Hey. Komm hier nicht raus! Herrgott! Also das mit dem Aussteigen müssen wir dann auch nochmal. Dann musst du immer weiter rechts fahren, links fahren, oder was? Ja. Ja, ich bin halt zu fett, das ist nun mal so. So. Da kommt schon wieder Unwetter aus und ich habe hier einen Baumstamm gesehen. Ich bin doch da vorbeigefahren! Du bist an der Tankstelle vorbeigefahren? Da! Da. Du bist doch an der Tankstelle. Ja, jetzt. Eine Milchkanne jetzt. Also, da sind Trolle unterwegs. Och, geht sie doch mal weg! Ja, die Leute haben schon recht. 50 Minuten. Also eine Stunde, um da so eine Kuh zu melken. Ehrlich jetzt. Ja, ich muss mit denen auch reden. Ach, du musst mit denen reden. Ja. Das ist sehr wichtig. Ah, ja. Na denn. Ja.
Hast du mir nicht vorhin noch erzählt, Schweine singen ihren Kindern was vor? Ja. Oh Gott, ich sehe schon wieder unseren Kontostand. Wie hoch ist er denn? Ja, jetzt nicht mehr so hoch. Der Mann tankt. Ja, aber das ist ja nicht teuer, ne? Oder? Ja, weißt du, alles an Sprit vergurkst, indem du dagegen gegen Autos fährst und Bäume fährst und so. 6.000 haben wir noch. Da ist ja bestimmt ein Farbdöschen drin. Nein. Wieso steht die Säge jetzt hier hinten drin? Hast du alle Latten am Zaun? Was? Warum hast du die Säge da hinten reingestellt bei den Hühnern? Mag ich nicht. Komm denn in die Garage, in deine Pinke. Wie? Das ist ein Carport. Ich glaube, ich spinne. Also vom Laden wird jetzt nichts benötigt, ne? Andrina will was Neues, ein rosa Fahrrad. Nein, vom Laden nichts. Mit Stützrädern. Wir wollten doch mal gucken, was es noch so für Tiere gibt. Das kannst du ja mal gucken. Da. Ja, das nützt mir nichts, ob ich weiß, dass die jetzt... Ja, haben wir jetzt sowieso nicht. Soll ich dir $10.000 leihen? Nein. Porterhouse, ja, gibt es auch noch. Medium Rare. So, jetzt bin ich arbeitslos. Nein, ich muss mal nach meine Schweine gucken. Die Krallen von den Hühnern müssen auch gestutzt werden. Eben, dafür ist die Säge. Na, meine Kleinen, habt ihr auch Eier gelegt? Oh, und so eine schön große. Die sind sogar hellbraun, die sind ja noch nicht mal schwarz. Tja. Nicht bestimmt am Futter. Ja, deine machen ja Spiegeleier. Das muss ich mal noch beim Silo gucken. Aber das muss das wollte ich vorhin machen, als ich dich gerettet habe. Siehst du? Wie war das jetzt nochmal? Du musst einfach nur, wenn da was fehlt, Geld nachscheppen. Alte. Bitte. Oh. Der, ich hab's gefüllt. Sehr gut. Kannst du nach meinem auch mal gucken, wenn du schon da hinten rumfällst? Natürlich nicht! War ja klar! Ich hab dich schon längst gesehen. Ich musste mich durchs Dickicht schlagen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Einen dicken Ficken, die Fichten dich gischt. Wie meint? Warum ging mir das gerade durch den Kopf? Ja. So. Ja. Du willst jetzt quasi eine Pferdekoppel haben, richtig? Ja. Rechts von den Kühen, richtig? Ja, guck mal hier. Hier ist doch so viel. Willst du den gleichen Stall haben wie bei den Schweinen und Kühen? Tja, das weiß ich auch nicht. Also ich glaube, für die Pferde müssen wir die Scheune noch eins größer machen. Pinky and the Brain, nee, das kenne ich nicht. Der Pinky und der Brain. Kennst du das? Ja, natürlich. Was ist das denn für eine Serie? Für Kinder. Ah, okay. Der eine hat ganz viel Gehirn. Mhm. Und der andere ist strohdoof. Tja. Hallo? Was ist denn? Ich hab gesagt. Hallo? Also so wie du das jetzt aufgemacht hast, meinte ich das. Ich glaube, wir müssen erst das Silo hinsetzen und dann die Scheune, richtig? Oder ich baue wirklich jetzt als erstes einen Zaun und dann die Dings da rein. Sag mal, man könnte doch auch zwei Vorderteile nehmen, ne? Aber das snappt dann wahrscheinlich wieder nicht. Wie zwei Vorderteile, das verstehe ich. Dass man von hinten und von vorne in die Scheune gehen kann. Kann man das jetzt, ne? Nein. Strödöf. Ach so, das heißt Strödöf. Strö, ja genau. Nein, ich meine das jetzt ernst. Ja, aber wie gesagt, dann snappt das wieder nicht.
Also wir brauchen doch einen, das großen, einen großen Stall. Also wenn wir sagen, so 4 Pferde haben, so Pferd ist größer als Kuh. Also. Ich werde jetzt einen Ratschlag befolgen. Nee, komischerweise, das ist eine Skandal- und Wissenslücke. Genau, Micky, genau. Genau, das ist Skandal- und Wissenslücke. So. Aber kein Zeichentrick, oder? Doch, doch. Ach so. Warte mal. Guck mal. Meinst du, wir können die hier? Siehst du mich? Ja. Die zwei Bäume bitte mit reinmachen in die Koppel. Habe ich vor. Klasse. Das finde ich gut. Was willst du denn jetzt von mir? Ja, ich weiß doch nicht, wie groß. Also. Wenn du nichts weißt, einfach mal. Genau. Was denn? Ich hoffe, dass jetzt jemand beantwortet meine Frage, dass man... Also hier steht, zwei Frontteile funktioniert nur, wenn man genügend Mittelteile verwendet. Das heißt zwei Mittelteile? Ja, wahrscheinlich zumindest eins, würde ich jetzt mal vermuten, oder? Naja, aber es ist ja gut, weil es soll ja... So finde ich nach hinten... Manu, so nach hinten. Das ist quasi ja, die Seitenfront. Ja, das ist schön. Ich habe schon eine Scheune mit zwei Vorderteilen gebaut, das geht. Okay, Roland hat's gebaut, das funktioniert. Okay. Das sieht doch schön aus. Hast du eigentlich noch genug Holz oder soll ich nochmal? Ach, bei weitem nicht genug. Ja, warte mal. Zum Baumarkt fahren wir bestimmt erst später, oder? Ich würde zu dritt zum Baumarkt bevorzugen. Ja. Aber warte, ich muss um 4 Uhr erstmal die Kühe melken. Natürlich. Ja, ne? Ja. Na, Tüpfelchen, ja. Das sollte Was sollte dann beim Baumarkt passieren? Sie will Farbe und Metall werden wir wahrscheinlich auch noch brauchen, aber das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ja, das ist reichlich, werden wir das brauchen, ne? Logisch. Ein bisschen warte mal, Farbe warte brauchen mal. Wir auf jeden Fall. Brauchen wir auch. Okay, der war schon zu viel, warte. Der war schon zu viel. Das war ja nicht so teuer, glaube ich, ne? Statt zu schätzen, ob es 90 Grad sind, jeder Step beim Dreh sind 5 Grad. Wenn das jetzt nicht so war, dann habe ich Pech gehabt, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Das sieht sehr gut aus, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Wo ist denn jetzt meine Farbe? Also jeder Grad sind 5, oder warte. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Das kommt nicht hin. 18 musst du ja auch haben. Wenn du 90 Grad brauchst. Ach ja, nicht durch die Hälfte, durch 5, ja, ja. Warte mal. Ein Dreh sind 5. Ja, ja. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Ui. So. Das ist sehr schön. Gucken wir mal. Das sieht gut aus, würde ich mal so sagen, ne? Ja. Guck mal, wie der Andreas schlau ist, du. So. Aber. Jetzt ist der hier falsch gedreht, ne? So. Einmal. Du kannst direkt mal hier stehen. Da steht.
Kühe weg. Ja, sehr gut, weil das wieder an Käse haben, ist so ein bisschen dürftig. Mhm. Aber warum snappt er jetzt hier nicht an? Das finde ich doof. Also es snappt schon an. Ach so. Aber schief. Na toll. Oh. Du kannst auch nix, ne? Ja. Ich. Na. So, jetzt aber. Weiß nur nicht, wie weit ich vor muss. Ich habe vergessen mitzuzählen. Geht auf jeden Fall ganz... No. Es geht auf jeden Fall ganz schön weit in die Mitte rein, würde ich mal so sagen, wenn ich das so mache.